Was macht ein kleiner Stadtstreicher in seinem Urlaub? Zumal, wenn er in Mariazell ist, er streicht dort herum. Und er entdeckt dort die berühmte Basilika und Wallfahrtskirche. Nun, dann darf ich euch, liebe Zuseher, auf einen kleinen Rundgang durch die Kirche mitnehmen.
Der Platz bei der Basilika in Mariazell macht eigentlich recht rasch klar, dass hier im Ort alles der Wallfahrtskirche untergeordnet ist. Und im Hotel Goldener Löwe kann man nicht nur gut essen, sondern auch das berühmte Lebkucheneis von Pirker genießen. Und bei Lebkucheneis ist zu Lebkuchen auch nicht mehr weit. Also diese Einladung lasse ich mir nicht zweimal sagen. Alles, was das Schleckermäulchen so begehrt, findet man hier. Genau. Und ein kleiner Ausflug mit der Mariazeller Bürgeralp-Gondelbahn führt mich einige Meter über Mariazell hinaus. Die Gondelbahnfahrt nähert sich dem Ende. Wir sind demnächst oben am Ziel, Bürgeralpe. Von der Bürgeralpe hat man einen wunderschönen Ausblick zur Gemeindealpe, dem zweiten Mariazeller Hausberg und zum Erlaufsee. Absolut einen Besuch wert ist die Erlebniswelt Holzknechtland auf der Bürgeralpe und die wollen wir jetzt gleich mal näher in Augenschein nehmen. Unter anderem gibt es hier einiges zu sehen zum Thema Holzverarbeitung und Abästen. Auch das Entrinden wird hier von Figurengruppen vorgezeigt. Kleine Schlittenfahrt mit Baumstämmen gefällig. Naja, so lustig war es wohl nicht für die Holzknechte. Und auch Pferde mussten diese schwierige Arbeit früher immer wieder verrichten. Jo, mir san heute lustigen Holzhockerbuben. Ob es die Holzarbeiter früher auch so gemacht haben? Und hier sehen wir einen Holzscheit auf seiner Reise durch die Fluten. Der ultimative Spaß, vor allem für Junge und Junggebliebene, ist natürlich oben auf der Bürgeralpe der Flying Carpet. Auf der Talfahrt genießen wir noch einige Blicke zum Erlaufsee und zur Gemeindealpe oder hinunter auf Mariazell
mit der weltberühmten Basilika, die wir ja gleich am Beginn des Filmes kennengelernt haben.